Heute lernen wir die israelische Regierung kennen. Ich fange sofort an, weil es wird dauern. So, der Ministerpräsident, wieder mal Benjamin Netanyahu. Finanzminister Bezalel Smotrich. Energie- und Infrastrukturminister Israel Katz. Verteidigungsminister Yoav Gallant. Minister für nationale Sicherheit und Stärkung der Gesellschaft Itamar Ben-Gvir. Bauministerium und auch noch dazu ein Minister ohne Auftrag im Ministerpräsidentenamt ist Yitzhak Goldknopf. Gesundheitsminister Moshe Arbel. Umweltministerin Edith Silman. Informationsministerin, es ist ein schöner Name für Propaganda, Galit Distal Atvarian, die versuchte in Israel zu erklären, warum die Regierung so toll ist. Siedlungsministerium und nationale Aufgaben, Orit Struck. Wissenschaft und Technologie, Ministerium Ophir Akunis, Außenminister ist Eli Cohen, Bildungsminister Yoav Gish und im Bildungsministerium gibt es noch einen Minister ohne Auftrag, der heißt Chaim Bitton. Landwirtschaftsminister ist Avi Dichter. Jetzt gibt es für Jerusalem ist wichtig, die hat zwei Minister. Einmal der Minister für Jerusalem und sein Erbe ist Amichai Eliyahu und der Minister für Jerusalem und seine Tradition ist Meir Porush. Einmal Erbe, einmal Tradition. Wirtschafts- und Industrieminister ist Nir Barkat. Jetzt gibt es auch Geheimdienstministerium. Gleich mit zwei Minister, Yariv Levin und Gila Gamliel. Aus dem Aufgabenbereich des Ministeriums für Geheimdienste sind sowohl der Mossad wie auch der Shabak ausgeschlossen. Das ist Chefsache, das macht der Ministerpräsident. Was machen dann zwei Minister in diesem Ministerium für Geheimdienste ohne Geheimdienste? Sind Minister. Erbeministerium. Ja, Kulturerbe wahrscheinlich, der Minister für kulturelles Erbe, Amichai Eliyahu, den hatten wir schon, ich glaube. Der ist sowohl für das Erbe, das kulturelle Erbe von Jerusalem, wie auch für das kulturelle Erbe allgemein. Justizminister ist Yariv Levin, der auch Teilzeitminister für Geheimdienst ist. Es gibt nicht nur zwei Minister für Geheimdienst, es gibt auch noch einen Minister für strategischen Angelegenheiten und der heißt Ron Dermer. Arbeitsminister ist Yoav Ben-Zur. Migrations- oder wie das früher hieß, Aliyah-Ministerium ist Ophir Sofer. Dann gibt es ein Ministerium für den Negev, Galiläa und für die nationale Robustheit zuständig ist. Er heißt Yitzhak Wasserlauf. Im Innenministerium sitzt Moshe Arbel. Dann gibt es die Ministerin zur Förderung der Frauen, Mai Golan. Dann gibt es noch der Minister für soziale Sicherheit, Yaakov Margi. Es gibt in diesem Ministerium noch einen zweiten Minister ohne Auftrag. Aber soziale Sicherheit ist noch nicht genug. Wir brauchen auch soziale Gleichheit. Und der Minister dafür heißt Amichai Shikli. Er ist der Minister für soziale Gleichheit. Und noch zusätzlich ist er auch der Minister, der für die Diaspora und für den Kampf gegen Antisemitismus zuständig ist. Ich erwähne, es war schon ein Minister für
Aliyah, also für Migration aus der Diaspora, gibt es schon einen Minister, aber Amichai Schickli ist für Kontakt mit der Diaspora noch zusätzlich zuständig, wenn er nicht gleich mit sozialer Gleichheit sich beschäftigt. Dann gibt es Religionsminister Michael Malkieli. Es gibt ein Ministerium für regionale Zusammenarbeit. Strategische Angelegenheiten hatten wir schon. Außenministerium hatten wir auch schon. Aber wir haben auch regionale Zusammenarbeit, Yoav Kish und Teilzeit auch David Amsalem. David Amsalem ist zusätzlich auch ein zusätzlicher Minister im Justizministerium. Dann haben wir natürlich Verkehrsministerin, die heißt Miri Regev. Es gibt ein Tourismusministerium mit Chaim Katz. Es gibt Kommunikationsminister Shlomo Karlai. Es gibt einen Minister für Kultur und Sport. Also, weil das so ein kleiner Bereich zusammen, da braucht man kein, muss man nicht verschwenden, da braucht man keine zwei Personen. Das macht eine Person, heißt Miki Sohar. Und ja, und dann gibt es noch ein paar Minister ohne Auftrag, aber die meisten, muss ich ehrlich sagen, die haben schon ein Ministerium für sich. Und noch 1, 2, 3, 4, 5 Vizeminister. Aus Zeitmangel werde ich sie nicht erwähnen. Das ist die israelische Regierung, die uns repräsentiert.